Hallo ihr Lieben, ich habe ein kleines Päckchen zugeschickt bekommen und zwar ein kleines Kooperationspäckchen mit Kellys Tiershop. Und zwar habe ich den Shop angeschrieben und gefragt, ob sie auch Probepäckchen verkaufen bzw. In ihrem Sortiment haben oder halt extern noch machen würden, um halt die Sachen aus dem Shop mal zu testen. Und da bin ich mit der netten Besitzerin ins Gespräch gekommen und wir haben ein kleines Kooperationspäckchen jetzt hier. Und ich bin tierisch gespannt, was da für Sachen drin sind, die ich testen kann. Das ist jetzt nur ein Päckchen, wo Sachen drin sind, die geeignet sind für meine Farbmaus-Mädels, weil das sind ja die einzigen, die zurzeit noch bei mir unter meinem Dach leben. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich höre jetzt auch auf zu quatschen und mache mit euch das Päckchen auf. Schneid mir noch an die Finger. Ich bin so richtig talentiert, das hinzubekommen. Seht ihr? Schon fast passiert. Ich will aber auch nichts kaputt machen. Das ist mein Problem. So. Oh, ich mache das auf und es riecht schon total stark nach Heu. Oh, riecht richtig frisch, wie auf der frisch gemähten Wiese. Ist das schön. So. Ach, wie süß. Ja, meine süße Karte. So rum, der Hase schreibt es. Liebe Grüße. Hallo, viel Spaß mit diesem Päckchen. Ich hoffe, ich habe den Geschmack getroffen. Liebe Grüße, Grusche. Ich hoffe, das war jetzt richtig. ja, eine süße Karte. Sehr niedlich. Dann habe ich hier einen ganzen Bündel Flyer mit drinne. Und zwar habe ich sie darum gebeten, mir ein paar mehr einzupacken, um, wenn ich halt zufrieden bin mit den Produkten, es an meine Freunde oder auch an euch weiterzugeben, damit oder auch allgemein Leute, die ich aufkläre über artgerechte Ernährung ihrer Nagetiere, kann ich so einen Flyer in die Hand drücken und das ist sehr praktisch. So. Oh. Leute, wenn ihr das riechen könnte, das müsste mal eine Kamera bzw. irgendwie ein Programm geschrieben werden, wo man Gerüche mit aufnehmen kann. Es ist ein Traum, hier riecht es richtig frisch. Kunterbunte Träumerei. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ich bin so neugierig, ich muss unbedingt wissen, was da drin ist. Ich schiebe das mal ein Stück hier hoch. Oh, da sind, ich nehme an, so Wiesenkräuter drin. Kann man das sehen? Ja, ich denke, das sieht man. Ich hole jetzt nicht alles raus, weil. Aber ich rieche mal dran. Oh, traumhaft. Das riecht echt gut. Da werden sich meine Süßen auf jeden Fall freuen. Weil so Sachen, die riechen, da stehen die ja total drauf. Da wuseln die durch die Gegend und knabbern an allem. Und das macht sich sehr gut, weil ich muss heute den Käfig auch wieder sauber machen, also das Gehege. Und da werde ich das mal im Gehege verstreuen und die werden das bestimmt lieben. Was habe ich hier noch? Kolbenhirse. Auch ganz lieb. Hier ist immer draufgeschrieben noch, wie lange das haltbar ist. Das ist super. Wieder aufpassen mit den Nadeln, dass die nicht da drinnen landen. Oh, die sieht schön aus. Ich ziehe jetzt mal hier so ein Stück raus. Also die sieht klasse aus. Danke, danke. Werde ich ihn auch reinhängen. Mensch, die werden heute richtig verwöhnt. Da wollen sie glatt jeden Tag sauber gemacht werden, glaube ich. So, was haben wir hier? Mischung für Farbmäuse. Wer lesen möchte, was drin ist, kann das einmal stoppen.
Ich finde, das ist eine sehr gute Mischung, was ich jetzt so gelesen habe. Ja. Klingt ganz gut. Oh, Brokkoli. Brokkoli habe ich noch nie probiert. Bin ich mal gespannt, wie die das finden. Oh, sieht auch wieder wunderschön aus. Ich hoffe einfach nur, man sieht es. Oh. Die Nadel darf da natürlich nicht reinfallen. Das wäre sehr schlecht. Na, zoom mal. Schaut mal, kommen richtig schon die raus. Also das sieht auch sehr schön aus. Das ist eine richtige Kräuter-Körner-Mischung. Das sieht gut aus. Ich hoffe, man kann es annähernd sehen. So. Oh, schaut mal. Das ist das Heu. Ah. Oh, und das riecht so traumhaft. Ihr glaubt es gar nicht. Der Hammer. Sieht auch richtig grün aus, total saftig. Ich bin begeistert. Schneeweißchen, Probe Schneeweißchen. Sehr süß auch eingepackt. Pastinake, Petersilienwurzel, Kamillenblüten, Jasminblüten und Sellerie. Total niedlich, die Verpackung. So, was haben wir noch? Dann haben wir noch Sommertraum, Karotte, Pastinake, Sellerie, Petersilie, rote Beete und Spinat. Spinat klingt auch interessant, habe ich auch noch nie probiert. Sieht auch sehr saftig aus. Klasse. Ich weiß gar nicht. Spinnt ein bisschen mit dem Scharfstellen hier. Ja, nicht schön. Sommertraum. Jetzt. Da. Das sieht richtig gut aus. Und kommen wir zum letzten. Was haben wir hier? Sommerbrise. Die Namen sind auch sehr süß. Da ist Hibiskusblüten, Ringelblumenblüten, Kornblumenblüten, Sonnenblumenblüten, Rosenblüten und Jasminblüten drinne. Oh, die sehen gut aus. Also, ich finde ja, so Blütenmischungen im Laden kannst du die meisten auch, finde ich, in die Tonne kloppen. Also sowas, finde ich, musst du dir echt über Internet bestellen. Und ich muss sagen, hier die Sommerbrise, die sieht richtig gut aus. Der Mix gefällt mir auch sehr gut. Jo. Also da bin ich begeistert von. Ich habe sonst immer so richtig bröselige, weiß ich nicht was, undefinierbare Blüten da drinne. Und hier finde ich das richtig klasse. Und ich sehe meine Süßen jetzt schon hier mit direkt richtig hier diesen Blüten, wo komplett noch so große Blüten sind. Sehe ich die schon wieder im Wasser abschwimmen. Meine Mädels haben es drauf, das einfach immer in den Wassernapf zu tragen. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken. Vielleicht schmeckt ihnen das Wasser dann auch besser. Ich habe keine Ahnung. Aber sie tranken ständig rein. Genau. Und hier seht ihr nochmal das schöne grüne Heu. Also, das ist traumhaft. Und das riecht so gut. Ich bin begeistert. So, ich habe nochmal alles schön hingelegt. Das ist das kleine Päckchen. Liebe Kelly. Ich danke dir ganz, ganz doll für diese Sachen. Die sind echt toll und auch, dass du mir wirklich so viele Flyer eingepackt hast. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass du mir wirklich so viele einpackst, aber das ist super. Und ich werde die Sachen auf jeden Fall meinen Süßen anbieten und ich bin mir sicher, sie werden sich total freuen, weil die Sachen riechen richtig frisch und ja, sehen auch wunderbar aus. Nicht irgendwie schon alt, gammelig, was weiß ich. Manchmal sieht man ja echt Sachen, da denkt man sich, das würdest du selber auch nicht essen. Aber
echt Traum. Und das Zimmer hier riecht gerade einfach nur so unglaublich gut nach frisch gemähter Wiese. Oh, ein Traum. ja, ich danke dir recht herzlich. Ich bin wirklich begeistert. Ich werde es auf jeden Fall noch austesten. Und eins kann ich aber schon sagen: Schaut bitte wirklich bei Kelly vorbei. Hier. Schaut nochmal bei ihr vorbei. Man sieht ja hier, was sie für eine Bandbreite abdeckt. Wirklich alle Nagetiere, da ist was dabei. Gibt unterschiedliche Sachen. Ja, und ja, ich bin begeistert. Es gibt aber auch nicht nur Kräuter und Blüten und alles. Ihr müsst wirklich einfach mal vorbeischauen. Sie hat auch noch, sage ich jetzt mal, Fanartikel in Anführungsstrichen, also andere Sachen, die sie auch in dem Shop verkauft. Und ja. Dankeschön fürs Päckchen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!